Tor? Genau, hier einen Wegweiser hin. Den wir nur an diesen hier anbinden, an Nummer 8. Nahrung wird mehr, Mehl wird mehr, Bier wird mehr, alles wird mehr, gut. Du bist Nummer 8, das heißt alles bis auf Nummer 8, der gar nicht mehr dabei ist. Löschen? Nee. Okay. Dann kommt er halt hier oben hin. Das sollte nah genug an Nummer 8 sein. Noch im Sichtfeld von Nummer 8. Ja, alles bis auf die 8 weg. Machen wir alles mal weg. So. Da sind Pilze. So, Zivilist. Schwertschmiede steht schon seit einer Weile leer. Also Bauarbeiter haben nichts zu tun. Dann werden wir mal die Straße hoch bis zum Haupthaus ziehen. Dass wir wenigstens die Anbindung schon mal haben. So. Da wird das der Stein, den wir da haben, wahrscheinlich nicht ausreichen. Okay, wir kriegen jetzt Goldnuggets ins Lager. Was gut ist. Kriegen auch Eisen ins Lager. Also für 15 Mann bräuchten wir 45 Gold. Für 20 Mann bräuchten wir 80 Gold. Ja. Mal sehen, ob wir so viel Gold hinkriegen. Er kann sich hier wenigstens noch an den kleinen Eisenfitzeln bedienen. Weil sonst müssten wir halt wirklich irgendwann auf Speerkämpfer umsteigen. Oder nur noch Bogenschützen produzieren. Das heißt, wir müssten unsere beiden Eisenschmelzer und den Goldschmelzer umlernen. Da ist jetzt die Frage, lasse ich ihn wirklich erstmal so lange arbeiten, bis er das ganze Gold abgebaut hat? Weil ich denke, Eisen ist nicht so ganz das Problem. Gold wird dann eher das Problem sein.
Wenn ich will, muss ich, wie gesagt, den Gegner mir irgendwann mit Bogenschützen und Speerträgern überrennen. Also mit Massen. Weil Holz ist ja zum Glück ein bisschen mehr vorhanden. Aber ich denke mal, das wird sich ausgehen mit meinen Truppen. Ich habe 7 Schwerter hier, ja. Also 16, 11 erstmal. Wobei ich wahrscheinlich erstmal 10, 5 machen werde, um hier das Dorf zu räumen. Und dann werden wir gucken, wie es weitergeht. So, 6 weitere. Ja, wie viel bist du? Bei 60? Okay. Er will beten. Warum geht er dafür nicht in sein Haus? Ich meine, da brennt doch Öl. Oh. Das ist weniger toll. Geschirr sieht auch nicht so gut aus. Er hat gebetet, gut. Wie sieht's beim Druiden aus? Öl kommt. Machen wir nochmal 5 Möbel. Oh, der war erfahren und konnte trainiert werden. Ja. Okay, jetzt kannst du wieder Holz fällen. Das haben wir erstmal nämlich. Wie sieht's mit Schuhen aus? Schuhe halten sich doch gut. Ganz ehrlich, von da kann ich die Dinger entfernen, weil sie können auch so runterlaufen. So, dich könnte ich schon mal zum Schwertkämpfer machen. Mit Bier ausrüsten und upgraden. Ja, ich habe unseren ersten Kämpfer. Das heißt, es wird auch langsam mal Zeit, dass wir Soldaten produzieren. So und so. Ah, Nahrung wird langsam hier doch ein bisschen knapper.
Das heißt, ich muss bald meinen Bauarbeiter umschulen zum Händler, Träger. Damit der von hier oben Nahrung nach hier unten schafft. Ich fordere ja genau schon Nahrung und Bier an. So, Kinderlein kommt. Er findet da immer noch loses Eisen, das ist gut. Noch ist etwas Gold hier oben. Du findest immer noch Pilze und lieferst Öl aus, gut. Du hast Schuhbedarf, du hast auch Schuhbedarf. Tja, ich kann halt nicht kontrollieren, wer alles Schuhe hat und wer nicht. Fast niemand hat Schuhe. Hätte ich den Schuster wahrscheinlich weiter hier oben bauen sollen, hä? Wobei eigentlich jede Sau den Schuster finden müsste mit dem Wegweiser direkt neben ihm. Aber irgendwie kann die KI nicht so weit gucken teilweise. Ja, ihr Rüstungsschmied. Hat die Warenmenge hergestellt. Dann stell noch eine her. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Gut. Wie viel Leben haben wir noch? 10. Das reicht noch eine Weile. So, dann Steinmetze mal wieder. Muss ich jetzt gucken, wo meine Bauarbeiter rumstiefeln? Ja, da unten. Ich wette, ich habe jetzt dann gleich eine Eisenrüstung zu viel. Ja. 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 Das heißt, wenn ich sage, stell da noch was her. Sven ist hungrig, dann geh essen. So, Stein kommt wieder rein. Gut.
Na, ein bisschen Gold ist hier noch, was er einsammeln kann. Und unsere Träger haben ja auch noch genug Gold.